Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. So, wir sind hier, haben einen Teil von den 50 Dollar, die wir eigentlich für die Bude ausgeben wollten, berappt, reicht aber nicht ganz, wir haben nur 39 gehabt. Und ja, toll. Bank. Bank. Was? Was willst du? Okay. Oh ja, wir werden auch öfters mal zum Duell herausgefordert. Ja, das Tutorial behalten wir mal, weil ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, das nenne ich Headshot. Gut, und Duelle sind legal. Da können wir den killen, ohne Probleme. Mit dem Revolver gekriegt. Wie viel haben wir gekriegt? Wieder Mission für Revolver. Keine Knete? Ernsthaft? Ach, Mano. So, wo ist denn der General Store? Der war doch hier. Ist der ganz müff? Dann war das. Ach, da. Ah, der hat, glaube ich, noch nicht offen. Muss mal gucken. Wann machst du auf? Noch nicht. Ja gut, toll. Und wann steht's da? Na gut, dann gehen wir doch noch ein bisschen auf die Jagd, bis es hell ist. Wollten wir eigentlich machen. Aber wir wurden ja ein bisschen daran gehindert, weil wir ja hier ein bisschen zu nah an dem an der Stadt hier einen über den Haufen gebolzt haben. Na gut, nicht wir, ich war's. Ihr seid nicht schuld, ihr habt mich nur dazu getrieben. Ihr seid mitschuldig. Das nennt man Beihilfe. Na gut, ja. Ich würde sagen, einfach mal geradeaus. Es wird eh ein bisschen heller langsam. Der Mond geht da langsam unter. Okay, was haben wir da vorne? Da war ich definitiv noch nicht. Da ist irgendwas. Was ist denn da? Eine Farm. Eine Bude. Ein Bordell. Sieht aus wie eine Farm oder eine Hütte einfach. Okay, da brennt Licht. Renters Place. Waren wir hier doch schon? Nö, wir waren nicht. Hier ist ein Hund. Hallo, kann ich da rein? Nicht? Zu früh oder zu spät? Ach, da ist ein Typ zum Labern. Ich komme einfach mal rein. Hallo. Kann ich dich anquatschen? Kann ich dir den Bude hier abkaufen, den Stall? Hallo. Ja, ich zahle da mal so ein Kanickelfell. Wie wär's? Nein? Ja, sorry. Okay. Dann ist... oh! Ein Hirsch... ein Hirsch... ein Hasenbock. Das ist ein Hasenbock. Yay! Meisterjägermenü aktualisiert. Das ist ein Hasenbock, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die Tiere damals wirklich gab. Aber es ist halt gehäutete Hasenböcke. Bockgeweih. Ja. Kaninchenfleisch, genau.
Soll es ja angeblich gegeben haben. Hier in Bayern und so weiter gibt es ja auch diese Hasen mit den Geweih und so weiter. Das ist aber wahrscheinlich eher ein Fabeltier. Die werden ja hier auch Womperdinger genannt. Und gibt es echt verschiedene Arten hier mit allen möglichen Tieren, da so eine Art Chimäre oder Chimäre, die da sind. Ja, was haben wir hier Schönes? Kann ich hier pennen auf der Matratze? Nein? Warum nicht? Ja, es wird auf jeden Fall heller. Ich drehe hier nochmal eine Runde irgendwo. Weil ich denke mal, ganz in der Früh wird es noch nicht auf sein, der Store. Es ist ja, ich kann ja hier die Zeit schauen. 6 Uhr? Nach 6 Uhr. Fast 6:30 Uhr. Okay. Ja gut, ich gehe schon mal in die Richtung. Also ich weiß ja nicht, wann er aufmacht. Ob der schon um 6 jetzt auf hat oder so. Ich wusste mal die Zeiten, aber jetzt habe ich es halt schon jahrelang nicht mehr gezockt. Und da ist das etwas entfallen. Gut, ich habe auf jeden Fall Hasenbock geschossen. Dadurch Kaninchenfell und. Haben wir schon mal 3 Viecher erlegt. Schön. So kommen wir auch an. Fleisch und Haut oder Fell. Alles auf dem Weg. Hö? Wo bin ich jetzt? Hier ist das Kreuz. Oder auch nicht. Ach so, ja gut. Wo ich gerannt bin, ist es halt näher rangekommen. Aber da war doch der dritte. Habe ich da auch erlegt? Wo ist denn der dritte? Wo ist denn der dritte Bunde? Ich glaube, wenn ich renne, zeigt das ein bisschen weiter umkreismäßig an. Dann renne ich immer ein bisschen um die Gegend. Geht aber wieder eine Klapperschlange. Oder lebt der Scheißviech noch? Wow. Du Mistvieh. Habt ihr gesehen, da hinten waren voll viele. Jetzt habe ich auf jeden Fall jetzt den dritten schon. Schauen, wie viele Kojoten wir kriegen. Welche Richtung war das jetzt? Wann ist das? Sind die jetzt lang gerannt? Ne, ich guck da lang. Halt. Ist irgendwo eine Klapperschlange. Da. Hab dich gesehen. Gleich mal die Schlange häuten. Da hinten seid ihr ja. Nochmal 3 erlegt. Oh, das gibt Knete, hoffe ich doch mal. Wie er da liegt. Alle 4 ausgestreckt. Armes Viech. Ja gut, nicht armes Viech. Die Viecher wollen uns immer angreifen im Rudel und fressen. Wie dem einen da, den er an die Hand gebissen hat, da rumgeknabbert. Das macht man nicht, böser Hund. Ja, man sieht halt auch von Weitem gut von den Vögeln her. Da gibt es ja auch Geier, die dann um die Leichen herumfliegen, wenn da irgendwo ein Toter liegt. Weil hier ist echt schwer was zu sehen manchmal in der Wüste. Habt ihr gesehen, weil man jetzt den Blutfleck nicht gesehen hätte? Und so wäre es recht gut getarnt gewesen.
von dem Boden. Gut, dann ab in die Richtung nach Armadillo. Ich denke mal, jetzt dürfte der Store aufhaben. Zum Verticken. Oh, hier liegt auch wieder was. Was liegt denn hier? Okay. Da, oder? Oh. Habe ich den auch erwischt, den Kojoten? Wenn ich in der Szene bin, können auch die Viecher anrennen, aber die können mich nicht töten, aber ich sehe, wie die hier um mich herumschleichen dann. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wilde Pferde wieder. Wo renne ich denn hin? Da lang will ich. Ja, Pferde kann man auch einfangen, später halt. Das zeige ich euch auf jeden Fall dann, wenn es soweit ist. Jetzt würde ich mal sagen, kaufen wir unser Kopfgeld. Ja gut, wir müssen erstmal das Zeug verkaufen, um überhaupt Geld zu haben. So sieht nämlich aus. Ich könnte ja auch Würfelpoker und sowas machen, weil ich konnte das mal echt gut. Da habe ich nämlich gut immer Geld abgeräumt. Aber dafür brauche ich auch wieder Geld. Ich habe ja null. Ich habe ja alles gerade in den Rachen gestopft. Um meine Kopfgeldlappalie zu bezahlen. Das ist natürlich sehr intelligent von mir, wa? Okay, ich stecke auf jeden Fall mal die Waffe. Store. Okay, da hat auf jeden Fall der Arzt schon mal auf. Da der Waffenladen und da der Gemischtwarenladen. Perfekt. Und da kann ich Haus kaufen, aber erstmal $11 waren es, glaube ich, noch was waren. Jo, servus du. Schön mit dir reden. Verkaufen. Ja, verkaufen wir erstmal die. So. So wollte ich nämlich schon schauen. So, Gürteltierfleisch gibt $5. Ich habe es hier ein bisschen in eine Liste eingeteilt, wo ich mal sehe, was am besten gibt. Moment kurz. Einen Moment, sorry. 5. Gut. So, da haben wir nämlich das Fell oder den Panzer. Gibt 8. Das ist auch gut. Okay. Den Bock muss ich noch aufschreiben, den habe ich noch nicht. Das gibt auch 5 und das auch 8. So. Ja gut, oder das Bock. Ist aber eigentlich das gleiche halt fast. Bock und Dickhorn, Dingens da. Achso, nee, gut, Bock ist, ist ja der Hirsch. So, Moment kurz aufschreiben. Das gab 8, okay. Gut. Ja, Kojoten habe ich eine Menge. Kojotenfleisch gibt 3. Wo haben wir Kojoten? Da, 3. Achso, da kann ich. Ah, Menge. Ah. Kann ich auch runterlenken, oder? Ja, alle. Perfekt. Okay, Kojotenpelz gibt 5. Oh, das gibt Geld. Mein Geld. Ich habe schon über 100, also fast 200 Krähenfedern.
3, okay. Das schreibe ich aber jetzt nicht auf. Hirsch, habe ich Hirsch aufgeschrieben? Ja, Hirsch habe ich aufgeschrieben. Hirsch gibt 4. Hirschfell gibt 6. Naja, ist alles so ein bisschen. Kleinvieh macht auch Mist, sagen wir es mal so. Falkenfedern gibt 6. Oh, das ist gut. Das haben wir einige. Ey, das gibt Knete, Leute, seht ihr. Kaninchen gibt 3 und. Achso ja, Kaninchen hat nur Fleisch, okay, kein Fell. Wie es aussieht. Also 3. Stinktier. Habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, ich muss alles aufschreiben. Also Stinktier, Fleisch gibt 3. Es sieht irgendwie seltsam aus, das Fleisch davon so. Guck mal hier, Brocken. Und Fell gibt 5, okay. Gut. Also wir können es uns auf jeden Fall leisten, hier auch rumzurandalieren. Bis jetzt. Schlange, habe ich Schlange auch geschrieben? Ich glaube nicht. Nee. Oh, ich muss mir so viel merken hier. Also Schlange gibt. Schlangenhaut gibt 6, nicht Fleisch. Haut 6, so. Achso, da habe ich hier schon ein paar. Singvogel, okay. So viele Singvögel gekillt? Wolf. Wolfsfleisch gibt 8, das ist gut. 8. Das ist bis jetzt rentabelste von allen gewesen. Aber ist klar, aber die tauchen ja nicht so oft auf wie die Kojoten. Da, Wolfspelz gibt 10. Super. Das gibt Knete. Dann haben wir noch Wolfsherz. Herz gibt 12. Haben wir 4. Haben wir alle rausstellen können hier. So, Pferdefleisch. Okay, gibt nur 2 Dollar. Ja. Vielleicht haben sie sich ja geändert wegen der Lasagne-Sache. Das habe ich auch wieder nicht aufgeschrieben. Natürlich. Kitsche Pferde. Also, Pferd gibt 2. Also, es lohnt sich auf jeden Fall nicht, Pferde zu killen. Pferdehaut gibt auch nur 2, na toll. Na gut. Haben wir jetzt alles verkauft? Jawohl. Und. Achso, da steht es ja auch noch drauf nochmal. Ja, wir haben 518 verdient, das ist super. Kaninchenfoto. Info. Gibt Glück. Erbeutete Anzahl von Objekten und Geld um 20% erhöht. Das lohnt sich. Das hole ich mir. Gekauft. Das ist im Inventar automatisch drin. Ja, komfortables Camp. Ich glaube, das ist immer, glaube ich. Das kann ich, glaube ich, immer ausrüsten. Füllt Munition und jegliche Arten von Waffen wieder auf, falls du keine mehr hast. Das ist sehr rentabel. Achso, genau. Überlebenskünstlerkarten und so weiter. Ich werde mir das mal leisten. Ausverkauft. Okay, kann man auch nicht mehrere kaufen. Also ist jetzt scheinbar immer in Verwendung. Weiß es nicht mehr genau. Die Karten. Für 20 Minuten kann man alle Kräuter in der Umgebung sehen. Okay, das sind Karten direkt von allen wichtigen Informationen. Erlaubt Schnellreise vom Lager aus, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich muss mir auf jeden Fall 60, na sag mal 100 hebe ich mir auf. Das kaufe ich mir mal. Kostet 40, okay. Ah, genau, da kann man Pferde kaufen. Von Parasiten befallener Dings, nee. Ausgelaugter, nee. Ja, die kann man dann irgendwie später, glaube ich, kaufen. Zum Freischalten.
Ja. Okay, wir haben das und das soweit geholt. Also die Karten und so. Das ist sehr nützlich. Apfel ist, glaube ich, fürs Pferd. Genau, Ausdauer auf dem Pferd. Pferdepillen, das ist für. Auch für Doping an Pferden. Gut, das haben wir. Dann gehen wir erstmal ganz kurz bezahlen unser Kopfgeld, bevor ich hier eine mächtig Ärger kriege. Ich glaube, da ist es genau da. Die 11 Dollar zahle ich jetzt noch schnell. Kriegst sogar 12, wenn du Bock hast, als Trinkgeld. Dann gehst du mir aber nie wieder auf den Sack. So, 11 Dollar. Hier, ich habe jemanden getötet, kostet 50 Dollar, bitteschön. Erstickt dran. So. Gut, da kann ich mir eine Zeitung kaufen. Ich glaube, das werde ich mal machen. 1 Dollar. Ja, können wir uns auch eine Zeitung anschauen. Ich überfliege das nur ein bisschen kurz. Da, wir können auch zoomen. Dann kann man es komplett lesen. Auf Deutsch auch. Schreckensherrschaft, die Williams-Bande, Werbung, Grabräuber gefasst, Verbrecherserie hält an. Staatsoberhaupt, Werbung. Ja, bei manchen ist hier auf jeden Fall ein Code versteckt. Ich muss mal kurz gucken. In manchen Witz kommt auch noch an, Witzbold auch. Ah ja, genau, Witzbold, das ist so ein Komiker. Jimmy Saint. Ja, den werden wir auch noch, glaube ich, treffen. Jolly Jacks, ja, Tabak, toll. Tabak gegen Tuberkulose, genau. Wundertrinkung aus Osten. Ärztepakt. Zukunftsangst, okay. Ja. Genau, Tipp des Tages. The old way is the best way. Genau. Und zwar dieser Satz, den man eingeben kann, ist ein Cheat. Ja. Wer gerne mal Cheats machen will, soll sich halt Zeitung kaufen. Und ja. Hier Tierköder gibt es auch. Das lockt auch größere und kleinere Beute an. Stimmt. Junge vermisst. Ralph, 8 Jahre alt. Hinweise über Aufenthalt. Dann Grace Anderson, Amadillo. Ja, es gibt halt die kleinen Nebenmissionen halt und so weiter. Pelze gesucht, zahlen Höchstpreise. Ja, da steht zum Beispiel auch, wo man Höchstpreise kriegt. Hier sieht man jetzt hier in River Tench Fundhouse, Thieves Landing, New Austin. Da kann man halt die Fälle noch besser verkaufen. Ja. Das ist irgendwie Nummer 53, keine Ahnung. Preis 1 Dollar, New Edition. Ja, da kann man es auch von Tasche selber auswählen wieder. Aber wir wollen jetzt erstmal woanders hin. Und zwar noch nicht hier hin, sondern wir holen uns erstmal Waffen. Also Munition kriegen wir eh in dem Teil. Aber ich will jetzt erstmal hier in den Waffen laden. Und mal schauen, was der Schönes hat. So, Büchsenmacher reden. Was hast du denn Schönes? Köder. Genau, du hast doch 10-mal Köder. Genau, Patronengurt ist sehr gut. Da können wir mehr Munition, glaube ich. Genau, verdoppelt die Munitionskapazität. Das ist super. Vulkanikpistole. Doppelläufige Schrotflinte. Büffeltöter ist noch nicht verfügbar. Das gibt es dann später. Den werde ich mir auf jeden Fall holen, weil der ist relativ echt gut. Munition für Sprenggewehr. Okay, die gibt es ja auch im Einzelspieler. Okay, das ist nämlich ein DLC-Teil. Also für eine DLC-Waffe. Gut, das können wir uns holen. Die könnten wir uns holen. Die könnten wir uns holen. Ich würde nur sagen, wir holen uns erstmal den Patronengurt. So, noch 111. Ich glaube,
Ich glaube, das würde sich lohnen, erstmal Köder zu holen. Ach so, das sind insgesamt 9. Ach so, ich habe Menge Einzelne geholt. Ah. Guck mal, 5 Stück oder so. Okay, ist ausverkauft. 4 oder habe ich jetzt 5 geholt? Jetzt müssen wir kurz gucken. Ach so, steht da nicht. Ja, ihr seht schon, ich habe jetzt hier ein Patronengurt um. Da kann man, glaube ich, nochmal eine holen oder so. Ja. Ja, gut, dass ich eigentlich nicht so viel geholt habe, weil ich habe jetzt nur 51 und es reicht gerade so noch für die Bude. Und die wollte man unbedingt holen, sonst hätte ich jetzt nochmal jagen gehen müssen. Und das wäre schlecht gewesen, Leute, ja. Da hätte ich sonst Mist gebaut. Aber wir wurden ja zum Glück gestoppt. Wir konnten eh nicht mehr holen. Was hast du denn da? So. Was glitzert denn da so? Das ist Glasflaschen oder so. Ja, dann kaufen wir uns mal hier die Bude. Speichern. Perfekt. Ja. Jetzt haben wir eine Bude auf jeden Fall. Aber nicht. Oder? Diese? Ja, doch diese. Weil das da vorne anzeigt, deswegen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Knete gekriegt. Jetzt gehe ich mal hier kurz gucken. Ja, so, hier ist auch ein Eingang zur Bude. Vom Dach aus. Ja, dann speichern wir mal. Jetzt können wir mal richtig speichern. Im Bett legen. Alte Freunde, alte Feinde. Jawohl. Gut, und ich würde mal sagen, wir haben jetzt. Ja, die Zeit passt eigentlich. Wir machen hier nochmal einen Cut und sehen uns gleich wieder. Es ist jetzt schon wieder dunkel. Oh gut, dann tun wir halt im Dunkeln noch ein bisschen jagen. Ja gut, an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, euer Shadow Mask.